Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um eine Rezension und zwar um das Buch von Gillian Cantor, Das Mädchen mit dem Edelweiß, ist im Heine Verlag erschienen für 12,99 Euro und das Ganze hat knapp 400 Seiten. Es handelt sich hier wieder um einen historischen Roman, teilweise also weiter zurück und teilweise in einer nicht ganz so langen Vergangenheit. Das Ganze spielt nämlich zum einen Österreich 1938 und zum anderen in Los Angeles zur Zeit der Maueröffnung in Deutschland. Und ja, das Ganze fängt eigentlich damit an, dass Katie gerade eine Trennung hinter sich hat und ihr Vater leider wegen Demenz im Altersheim liegt und sie ihm eine Freude machen möchte. Er war jahrelang immer fanatischer Briefmarkensammler, hat mit ihr alle Flohmärkte durchstöbert, die es gab und hat eine beachtliche Briefmarkensammlung. Und sie geht damit zu einem Fachmann, um das schätzen zu lassen, weil ihr Vater immer gesagt hat, dahinter verbirgt sich ein Schatz. Und sie meint natürlich, dass er damit eine wertvolle Briefmarke meint. Sie kommt dann aber mit dem Fachmann eher zu dem Schluss, dass es sich hier um eine Liebesgeschichte zu Kriegszeiten handelt. Und wie kann ich da jetzt am besten weiter drauf eingehen? Also ich muss sagen, mich konnte das Buch vom ersten Moment an fesseln. Der Schreibstil ist ganz toll. Und ich habe es gestern Abend angefangen, also Samstagabend, und habe es jetzt gerade am Sonntagmittag beendet. Ich konnte heute gar nicht aufhören zu lesen. Ich wollte die ganze Zeit immer aufhören und was anderes machen und ging nicht. Ich musste das Buch erst zu Ende lesen. Also es konnte mich wirklich gefangen nehmen, fesseln, begeistern, eigentlich alles. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, in welche Richtung diese Bewertung gehen wird. Zu den Charakteren, mir haben sie ja eigentlich alle sehr gut gefallen. Nur einen, den fand ich irgendwie immer zweifelhaft. Das war ein Freund der Familie sozusagen, zu der früheren Zeit. Und was ich aber ganz toll fand, auch so die Auflösung, so die Verknüpfung einzelner Sachen aus der Vergangenheit mit der Gegenwart und wie sich das dann alles so gefügt hat, fand ich wahnsinnig toll. Und ich kann hier wirklich eine klare Kauf- und Leseempfehlung aussprechen. Ich hätte nicht gedacht, dass sich hinter diesem Buch so eine tolle Geschichte verbirgt. Hatte wohl die guten Kritiken gesehen, aber ich muss sagen, ich bin auch wirklich begeistert und habe jetzt ja auch schon öfters gesagt, dass ich ja noch gar nicht so lange solche Bücher lese, also im historischen Bereich, und im Moment irgendwie fast gar nichts anderes mehr lese. Und also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es hat mir super gut gefallen. Ich danke nochmal dem Heine Verlag für die Bereitstellung des Rezensionsexemplares, weil von selbst hätte ich, glaube ich, nicht zu dem Buch gegriffen. Mir wurde das vorgeschlagen vom Verlag und ich bin froh, dass ich da zugestimmt habe. Und das Cover finde ich auch richtig schön mit dem Zug, das passt auch sehr gut. Und ja, das war es eigentlich von meiner Rezension. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und auch gefallen. Ich freue mich natürlich immer über Daumen hoch, damit ich auch weiß, dass es euch gefallen hat. Und schreibt mir auch mal eure Meinung zu dem Buch oder ob ihr es lesen wollt, schon gelesen habt oder ob das gar nichts für euch ist. Aber dann hättet ihr das Video wahrscheinlich gar nicht erst angeschaut. Und das soll es eigentlich von mir gewesen sein. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.